Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge RimWorld. Ich, Spacko, habe gerade vergessen, auf den Aufnahmeknopf zu drücken. Wir haben erfolgreichen Panda gezähmt. Der soll jetzt noch ein bisschen Gehorsam lernen und Leine lösen. Und dann sammle ich jetzt noch ein bisschen Leder für die Schlafsäcke. Und dann ist das Ziel hier. Wir sind hier und unser Ziel ist hier drüben, hier drüben, hier drüben. Es ist gar nicht mal so weit weg, finde ich. Also je häufiger ich mir das angucke, desto besser gefällt es mir. Da wollen wir hin. Das ist das gelandete Raumschiff und seltsam Kopf Regenwald. Okay, also wir haben noch ein paar abenteuerliche Gebiete vor uns. Aber das ist okay. Wir haben auf jeden Fall ein lohnenswertes Ziel und ich würde sagen, unsere erste Reiseetappe. Wir haben 1500 Pemmican. Moment. Wollen wir jetzt schon eine Karawane erstellen? Eigentlich noch nicht, ne? Wie gesagt, wenn wir alle für jeden Schlafsack haben, dann soll es losgehen. Also einen haben wir schon. Deswegen habe ich gerade auch wieder ein bisschen das Jagen befohlen, damit wir genug Leder zusammenkriegen. Und essen müssen wir ja auch, weil das Pemmican habe ich verboten, das will ich für die Reise haben. Trockenfutter haben wir. Wie viel Trockenfutter haben wir? Gute Frage, ne? Halt. Andersrum. So. Mach das doch mal auf. Tierfutter. 257. Das ist nicht so viel. Das ist der. Nein, das ist die Werkbank. Das ist der Schlachttisch. Und dann würde ich sagen. Trockenfutter. Moment. Das erhöhen wir nochmal auf 500, weil dann haben wir ja auch für die Tiere ein bisschen Nahrung da, genau. Und dann würde ich sagen, ja, mach erstmal. So, 2, 4, 6, 8, 10, 12 müssten wir mittlerweile herstellen. Das wäre ganz schön. Nein. Hier. Mach es so. Dann passt es. Ja, okay. Ich würde sagen, das passt so. So, Kimi, koch mal eine Runde. Hier haben wir genug zu essen haben. Im Moment haben wir es ja richtig gut. Hier ist quasi immer Sommer. Und ja, die Jahreszeiten sind auch wieder immer Sommer. Egal. Egal welches Quantum wir gerade sind. Gut, Schlafsäcke, wie gesagt. Das wäre noch ein Schlager. Und wir brauchen 5. Einen haben wir schon, wo Harry drin schläft. Wir brauchen 5. Wir stellen noch einen Schlafsack her. Muffelleder? Hey, oh, warte mal. So, dann nehmen wir 25 und 4 sind 29, das reicht ja nicht. So, Alpaka-Leder haben wir 24 mal. Ne, wir müssen einfach abwarten, bis wir genug Leder zusammen haben. Das ist ein bisschen doof. Oder halt entsprechend viel Stoff haben, ne? Gut. Aber wie gesagt, Schlafsäcke wäre eigentlich Pflicht, dass ich nicht dauernd Betten bauen brauche. So, einen haben wir ja. So.
So, vielleicht kriegen wir sogar noch die Forschung fertig, dass wir beim nächsten Mal den Arzt vernünftig versorgen können. Oder für die nächsten Male. Das Trockenfutter, ja. Haben wir jetzt wie viel? 430, ja, das geht ja schon. Ja, immer noch 430, okay. Wir sind ja nicht so. Ja, jetzt haben wir bis jetzt müssten wir die 500 voll haben. Hopsa. Forschung abgeschlossen. Drogenherstellung. Sehr schön. Dann gehen wir nochmal kurz in das Forschungsmenü. So, Recurve-Bogen ist eigentlich unnötig, würde ich sagen. Hydrokulturen, elektrische automatische Türen. Überlebensrationen wäre für uns als Weltreisende erstmal interessanter. Genauso wie Medizinherstellung, da brauchen wir aber das Hightech-Labor und Mikroelektronik und hast du nicht gesehen. Nichtsdestotrotz wäre es natürlich. Was brauchen wir denn für die Waffenschmiede? Mechanik. Okay, dann würde ich sagen, schmieden. Okay. Dann würde ich sagen, schmieden ist der nächste Schritt, oder? Ich würde sagen, das hier noch, weil das geht schnell. Weil wir wollen ja auch irgendwann los. Wir sind jetzt im 16 Tage. Okay, wir sind also noch nicht wirklich lange hier. Wenn mal einer den Steinbock schlachtet, können wir mal gucken, was da rauskommt an Leder. So, was liegt denn hier jetzt rum? Steinbockfell, 22 Mal, das reicht nicht. Steinbockfell, 13 Mal. Moment. Sklavenhändler, okay. Ich denke mal, von dem kriegen wir nichts Gescheites. Ich muss kurz mal gucken, was wir hier so an Stoffressourcen haben. Haben wir schon mal irgendwas mit Tutanleder? 56 Mal. Und wenn wir noch einen Emu jagen, dann könnten wir auch noch Emu-Leder was herstellen. Steinbockfeld, 260 Mal. Das heißt, einen Schlafsack brauchen wir 50. Das heißt, wir würden schon 4 Schlafsäcke da rauskriegen. Ne? Ja. Das wäre gut. 5 sogar. Steinbockfell, okay. Dann machen wir doch mal. Einfach, weil es geht. Wessen Bett ist das? Kimi, ne? Ja. Wähle Besitzer. Kimi. So. Bitteschön. Das können wir. Bett normal. Das können wir. Deinstallieren. Schlecht. Das können wir eigentlich abreißen. Naja, egal. Aber jetzt machen wir erstmal die Schlafsäcke. Möbel. Schlafsäcke. Säcke aus Steinbockfell. Und zwar 50, 100, 150, 200. So, 250. 5 Stück. Und dann hätten wir halt, so viel brauchen wir gar nicht, ne? Wir haben 1, 2, wir brauchen 6. Wir brauchen also noch 4. Dann können wir den schon abbrechen. So, dann mach das mal bitte. Oh, das ist ja ein Knaller. Dann hätten wir ja schon die Schlafsäcke zusammen, was sehr schön ist. Und unser Panda, was macht der so? Hast du schon alles schön gelernt? Leine lösen hat er gelernt. Gehorsam auch. Nein, Leine lösen lernt er gerade. Okay, das dauert aber nicht so lange. Und Buffy ist relativ gut, glaube ich, in ihrem Können, was Tiere angeht. Ach ja, geht schon. Und, ach du Wei, diese Riesenhorde. Na gut, wir gucken uns an, wer macht denn überhaupt Aufsehen? Fähigkeit 11. Ja, gut, dann würde ich sagen, Buffy, du darfst mal hier mit Wahl verhandeln. Vielleicht kommt da ja ein bisschen was Sinnvolles raus. Kannst mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Wir könnten einen Steinbock kaufen und eine Geist kaufen. Wir könnten das Muffalo verkaufen und wir könnten noch ein Muffalo verkaufen. Das wäre aber selten dämlich. Und den Panda könnten wir auch verkaufen. Wäre ebenfalls selten dämlich. Pemmican haben wir genug. Brauchen wir nicht kaufen und verkaufen wir aber auch nicht. Kräutermedizin haben
Wir haben drei. Und das ist nicht wirklich viel. Und das ist mir aber zu teuer. Ansonsten haben sie für uns nichts. Dann war's das. Tschüss. Geht mir nicht auf den Sack, haut ab. So, dann machen wir mal hier nicht ganz so fix. Da habe ich immer das Gefühl, ich verpasse was. So, Kimi schläft in ihrem Schlafsack. Das ist doch schön. So, das Holz bitte schlecht. Okay. Harry schläft im Schlafsack. Das ist gut. Gefällt mir. Ach, guck mal, der Schneidertisch ist fertig. Da könnten wir direkt mal 6 Mützen. Mütze. So. Ja, okay. Ist egal, mach die halt. 6 Mützen, das wäre angebracht. Dass wir die bei uns haben. So, das können wir mal löschen hier. Zack. Gut. Aufgabe verendet, stell Knüppel her. Okay. Das Raumschiff steht hier nicht in den Nachrichten. Das finde ich ganz komisch. Oder steht das in der Welt? Wo steht das denn? Unter Geschichte, ne? Nee, nicht wirklich. Okay. Das war eine Klassik, Schwierigkeit Mittel, alles gut. Größere Gefahren 2, Überfälle 2. Naja, war noch nicht so viel. Aber naja, gut, wir sind ja auch noch ganz am Anfang, wie gesagt. Und wie gesagt, das Raumschiff, ich weiß es mittlerweile fast auswendig, wo es ist. Hier einmal um den Riesensee herum und dann, ja, hier wieder runter und da zum Raumschiff. Sehr schön. Das werde ich mir noch 100 Millionen Mal angucken, fürchte ich. Aber ich finde es gut. Ich bin noch nie zum Raumschiff gereist. Ja. Wir gucken mal, was hier so los ist. So, Moment, schlafen alle? Schlafsäcke? Oh, sind alle fertig? Sehr schön. Dann würde ich sagen, wir planen direkt. Die alle deinstallieren, Kimi ihren Schlafsack auch und Harry seinen auch. Und wenn die alle am Lager sind, brechen wir los. Ich habe keine Lust mehr zu warten. Ich will reisen. Naja, es ist halt so. Und Forschung, woran forschen wir denn gerade? Ach, versteckte Stromleitung, das war's, ne? Dass wir beim nächsten Mal ein bisschen hübscher bauen können. Wobei sich das nicht so wirklich lohnt. Aber ihr seht ja, es, wenn man ein bisschen Mühe gibt, klappt das eigentlich gar nicht so schlecht. Das hier könnte ich theoretisch noch zu Ende bauen, das lohnt sich aber nicht mehr. Dabei, wir werden das Lager hier sowieso komplett aufgeben, dann kann man nämlich ein bisschen schneller reisen. Ja, fresst die alle mal an meinem Tisch hier. Ihr seid so blaue Lemur, Dorner, okay. Weil Riesling hatte ich glaube ich auch erst in meinem Let's Play oder war das bei irgendjemandem, den ich gesehen habe. Was kann der denn? Eremit. Fernkampf 8, nicht schlecht. Oh, alter Schwede, der ist richtig gut. Der ist richtig gut. Die, okay. Auch nicht so schlecht. Naja. So, unsere beiden Muffalos sind da. Wo ist unser Panda? Du darfst mal bei Money bleiben, weil der nachts auch immer unterwegs ist. Ja. Gehorsam lernt er noch. Also Leine lösen lernt er noch. Das ist okay.
So, wir brauchen Schlafplatz für den Panda. Zack. Weil ich gerade sehe ich den auch nicht. Aber es kann ja nicht so weit weg sein, weil wir haben ihm ja nur Heimatgebiet erlaubt. Da ist ein Grizzly. Wollen wir uns den auch noch holen? Nein, wir wollen ja irgendwann los. Obwohl es wäre nicht schlecht, ne? Zum Verteidigen sind große, gefährliche Tiere immer gut. Und Nahrung sollte nicht das Problem sein. Also Nahrung hätten wir genug für die Tiere. Zumal Raubtiere sich auch gut selber versorgen können. Ja, genau. Tschüss, war nett mit euch. Betten benötigt. Ja, das habe ich mir gedacht. Weil Harry hat jetzt kein Bett mehr. So, ich würde sagen, Attacke. Und zwar, wir wollen ja mehr oder weniger dahin, also würde ich sagen, wir versuchen erstmal zu der Straße zu kommen. Da sind Piraten, da würde ich nicht unbedingt lang latschen wollen. So, von hier bis... Ich würde gern, ja, hier hoch. Erstmal die Straße entlang. Wie weit wäre es denn bis da? 5 Tage, okay. So, und dann würden wir hauptsächlich durch gemäßigten Wald latschen, was nicht so schlimm wäre. Und dann wären wir ja... hier in der Savanne. Roten Walkokan. Okay, die sind uns eh freundlich gesonnen. Das ist ja in Ordnung. Oder erstmal dahin. Nochmal neu planen. Weiß Roxas. Okay. Das wären 3,5 Tage. Das wäre ja gar nicht so schlecht. Das wäre ja vielleicht sogar noch in dieser Folge zu erreichen. Ich würde sagen, das nehmen wir mal in Angriff und dann können wir hier die Straße entlang darüber und dann, ja, dann wird es langsam interessant. Dann würde ich sagen, vielleicht irgendwie hier am Fluss entlang, da, nee, dann Piraten. Vielleicht hier so am Fluss entlang, darüber und dann so und immer so, ja. Wir gucken mal. Aber das wäre ja schon ein Ziel, ne? 3,5 Tage, das heißt, wir müssten nach Nordwesten die Kolonie verlassen. Okay, ich würde sagen, das machen wir. Karawane erstellen. Okay. Und zwar, alle kommen mit. Alle kommen mit. Alle kommen mit. Alle kommen mit. So. Panda kommt mit. Oder Panda kann nichts tragen. Das finde ich aber schade. Im Moment glaube ich, ist es immer noch so, dass nur Muffelos und Dromedare als Lasttiere gelten. Ich glaube ja. So, sorry, ich muss mal das Mikrofon ein bisschen näher ranholen. Ja, es sieht aber ganz gut aus. So, alle kommen mit. Was nehmen wir denn mit? Wir nehmen alles Pemmican mit. Das ist ja wohl logisch. Nahrung für 8,4 Tage. Verdirbt in 3,5 Tage. Kannst du mal sehen. 1500 Pemmican. Ach so, das rechnet ja als Tierfutter mit, ne? Wir nehmen die einfachen Mahlzeiten mit. Die... 3,5 Tagen verdorben sind. Okay, wir nehmen die Lebensrationen mit. Ganze Fleisch. Lohnt sich eigentlich nicht, weil es eh verdirbt. Aber es ist echt viel, ne? Wir nehmen es mit.
Truthahnfleisch lohnt sich nicht. Das nehmen wir mit. Wir nehmen den Reis natürlich mit. Können wir das überhaupt alles noch schleppen? Bauteile nehmen wir mit. Das ganze Leder lass hier. Doch, Steinbockfelle und Truthahnleder nehmen wir mit, weil damit kann man ja noch was. Kann man zumindest was herstellen. Alles andere ja nicht, weil die Mengen zu klein sind. Kräutermedizin nehmen wir mit. Und Medizin sowieso. Wir nehmen den Stahl mit. Wir nehmen das ganze Trockenfutter mit. Und dann wird es auch schon eng. Wir müssen die Schlafsäcke. Oh, wir sind schon überladen. Das heißt, wir lassen das Truthahnleder. Truthahnleder lassen wir hier. Das lassen wir hier. Aha, dann geht's wieder. Kräutermedizin müssen wir mitnehmen. Stahl ist zu viel. Die Schlafsäcke will ich auf jeden Fall mitnehmen. Das Holz müssen wir nicht unbedingt mitnehmen. Wir haben Stahlknüppel. Wo kommt der her? Moment, wir brechen das Ganze nochmal ab. So, Harry, du hast kein. So, du darfst dich mal mit dem Stahlknüppel ausrüsten. Ja, tracht ihn mal ins Lager, das ist gut. So, Harry hat den Knüppel, Jenny ist bewaffnet mit Taschenmesser, Ostplaschall, aber immerhin. So, Silber wollen wir ja auch mitnehmen, ne? Wir kriegen gar nicht alles mit, Jungs. Also entweder finden wir jetzt hier noch ein Muffalo, was wir auf die Schnelle zähmen können, was wir mehr schleppen können, was aber gerade nicht so aussieht. Nee. Okay, ich würde sagen, ja, ich habe aber noch ein paar Minuten. Also machen wir noch ein bisschen weiter. Ich plane jetzt noch mal neu. So, es ist alles am Lager, was am Lager sein muss. Die Leute sind alle bewaffnet, das ist schön. So, so hier bin ich und dann Karawane erstellen. So, Gegenstände. Wir müssen das ganze Pemmican mitnehmen. Das ist schon mal Fakt. Die Überlebensrationen und die einfachen Mahlzeiten nehmen wir natürlich auch mit. Das ist Essen. Nahrung ist immer wichtig. Dann würde ich sagen, wir nehmen diese 300 Reis mit. Das hier lassen wir ruhig da. Und das Fleisch, ach, können wir jederzeit neu jagen. Ist nicht so schlimm. Bauteile würde ich gerne mitnehmen, weil. Erstens werden wir sie brauchen und zum Zweiten kann man damit handeln. Das ganze Leder lassen wir hier. Leder kriegen wir auch jederzeit wieder neu an den Start. Medizin nehmen wir auf jeden Fall mit. Diese drei Kräutermedizin, ja gut, die wiegen eigentlich nichts. Die können wir. So, das Trockenfutter muss auf jeden Fall mit. Und dann die ganzen 1, 2, 3, 4. Wo ist der Rest? 1, 2, 3, 4. Wir haben nur vier Schlafsäcke. Wo ist der Rest? Eins, zwei, drei, vier. Wir sind sechs. Und wir hatten auch sechs Schlafsäcke. Da bin ich mir relativ sicher. Ach ja, wo sind die Schlafsäcke? Eins, zwei, drei, vier. So,
So, ein Steinbock-Schlafsack. 2, 3, 4, 5, 6. Es sind genug Schlafsäcke da. So, also, jetzt auf ein neues. Karawane erstellen. Wir nehmen alle mit. Oh, ziehen und halten, das wäre ziehen und also gedrückt halten und ziehen, das wäre sehr angenehm. Also das hier ist manchmal ein bisschen sehr fummelig alles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, jetzt sind auch alle Schlafsäcke am Lager. Jetzt können wir sie auch alle mitnehmen. So, das Bett kann hier bleiben. Schieferbrocken, Marmorbrocken brauchen wir jetzt nicht. Holz brauchen wir jetzt auch nicht so wirklich. Das Silber müssen wir mitnehmen. Das Gott sei Dank nicht viel wiegt. Wir haben 30 Gold. Okay, nehmen wir mal mit. Können wir verkaufen. Wir nehmen das Trockenfutter natürlich in vollem Umfang mit. Ne? So, das Pemmican muss mit. Die Mahlzeiten müssen mit, die Überlebensrationen müssen mit und Reis muss mit. Bauteile müssen mit. Hier können wir verkaufen, wie gesagt. Medizin muss mit. Stahl, Schiefer, Trockenfutter. Schieferbrocken, Marmorbrocken, die brauchen wir auch nicht. Holz könnten wir mitnehmen. Gut, die beiden Bögen, die bringen ja nicht viel an Geld oder so. Die Hose auch nicht. Ich würde sagen, wir nehmen Holz mit, so viel wie wir können. Dann ist es schon mal was. So, und wir wollten aufbrechen nach Nordwesten. Nordosten, Nordwesten da. Okay. Gut, dann los. Hey. So, dann sammelt mal. Ja, wir machen die Tiere fertig. Wir warten mal. Wir machen mal, wo ist ein Karawanenplatz? Habe ich sowas? Karawanen. Hier machen wir mal den Karawanenplatz hin. Bumm. Leider kommen wir nicht mehr dazu, hier alles abzuernten, ne? Das macht aber nichts. So, dann packt mal alles ein. Ich würde sagen, ja, super. Lager ist leer. Dann brechen wir hier auf. Das ist doch schön. Ich zeige euch noch den Aufbruch. Was macht ihr? Wo rennt die ganz hin? Ach, die machen sich schon fertig. Abreise fertig. Sieht so aus. Ja. Okay. Ja. Manni? Manni hat schon wieder Kummer. Was hast du schon wieder? Manni, es ist Tag. Ach ja, okay. Gehe ich hier ein. Karawane bereit. Okay. So, und wo wollen wir denn hin? Und dann würde ich sagen, beende ich auch die Folge. Ich würde sagen, wir reisen zuerst. Wir müssen ja darüber. Und ich möchte, ehrlich gesagt, nach Möglichkeit den Piraten aus dem Weg gehen.
Die sind feindlich. Das ist gut zu wissen. Ich würde sagen, dann gehen wir doch hierhin. Wir gehen zu Weiß Roxas und wir brauchen dafür 4,8 Tage. Okay. Nahrungsvorrat 15,9 verdirbten 3,8. Ja, gut. Okay. Ja, bla bla bla. Gut. Ich würde sagen, wandert mal los. Ah ja, okay. So. Ach, die laufen schon. Die sind ja schon unterwegs. Ich würde sagen, wir stellen mal auf 3, weil das eben so langsam war. Warum sind wir so langsam unterwegs? Ich verstehe es gar nicht. So, Moment. Kann ich die Basis hier jetzt aufgeben? Ja, kann ich. Okay. So, und siehe da. Speicher mal. Das machst du gut. Oh, und es wird hell auf der Karte. Das ist schön. Und wir sind jetzt deutlich schneller unterwegs, ne? So, dann reicht mir aber auch 2 als Geschwindigkeit, oder? So, ich würde sagen, wenn hier jetzt nichts Aufregendes passiert, verabschiede ich mich für heute und wir sehen uns dann in der, ja, nächsten Woche wieder, weil das ist ja hier schon die Freitagsaufnahme. Alles klar, bis denn. Tschüss.